Im Kino ist der Kater mit Hut schon seit ein paar Wochen zu sehen. Vivendi lässt die Katze aus dem Sack und so macht der Kater auch auf der PlayStation 2 Theater. Aber um was geht es eigentlich? Okay, hier die Story. Es war ein kalter, nasser Tag. Und dann tauche ich so mir nichts, dir nichts auf und schon haben ein paar Kinder Spaß. Aber dann wird plötzlich meine Zauberkiste geöffnet, das Schloss wird gestohlen, Magie strömt aus und die ganze Welt ist in Gefahr. Also muss ich, der schickste Kater, der je Theater gemacht hat, stimmt's, die ganze freie Magie, die das Haus verwandelt hat, wieder einfangen und das Schloss von Mr. Quinn zurückholen. Das ist der fiese Nachbar, der Magie sammelt, damit er selbst groß und mächtig wird. Hey. Okay, das reicht schon. Mann, war das peinlich. Genau wie der Film, so richtet sich auch das Spiel eher an das jüngere Klientel. Hey, steht mir nicht ein Anruf zu? Das erkennt man vor allem an den kindgerechten Sprüchen, die die Charaktere von sich geben und natürlich am leicht verständlichen Gameplay. Auf eurer Jagd nach dem bösen Nachbarn hüpft ihr fröhlich von Runde zu Runde, sammelt aber jede Menge magische Energie auf, versucht die vier versteckten Schlüssel zu finden, um den in jeder Runde enthaltenen Bonuslevel zu öffnen. Und seid auf der Lauer nach Regieklappen. Damit schaltet ihr nämlich lustige Filmsequenzen frei. Habt ihr in einer Runde nicht alle Sachen finden können, verrät euch eine Anzeige, was noch alles fehlt. Ihr könnt nun selbst entscheiden, ob ihr weiterhin den Nachbarn folgen wollt oder lieber die Runde zu 100% erledigt. Insgesamt erstreckt sich das Abenteuer über 13 unterschiedliche Gebiete. In einigen davon werdet ihr nicht, wie gewohnt, nach magischer Energie suchen, sondern einen Bossgegner bearbeiten. Auch diese Level könnt ihr jederzeit nochmals besuchen. Füllen die Knie hoch! Alles in allem reiht sich auch ein Kater macht Theater in die lange Schlange schlechter Filmumsetzungen ein. Die Kleinen werden's lieben, den Großen wird's zu langweilig und nicht anspruchsvoll genug sein. In Anbetracht des Anschaffungspreises von 45 Euro raten wir von einem Kauf ab. Denn für 30 Euro gibt es schon jede Menge Platinum-Titel, die viel besser sind als der Kater mit Hut.